Eine Frage an diejenigen, welche behaupten, die Piusbruderschaft sei im Schisma. Wie kann es sein, dass ich persönlich Ex-Protestanten kenne, welche gerade über die Piusbruderschaft in die römisch-katholische Kirche eintreten, wenn diese doch angeblich im Schisma sei? Als Vergleichswert, die orthodoxen Kirchen, diese sind im Schisma. Ich könnte also nicht über die russisch-orthodoxe, griechisch-orthodoxe oder rumänisch-orthodoxe Kirche in die römisch-katholische Kirche eintreten, da diese orthodoxen Kirchen kein Teil der römisch-katholischen Kirche sind. Ich kann aber über die Priesterbruderschaft St. Pius X. problemlos in die römisch-katholische Kirche eintreten. Wie ist das also möglich, wenn diese doch angeblich im Schisma sei, also außerhalb der katholischen Kirche? Vielleicht kann mir das ja jemand erklären. Oder als ich meine Firmung hatte bei der Priesterbruderschaft St. Pius X., war das auch kein Problem, das alles eintragen zu lassen bei mir in der Heimatpfarrei. Wie kann das sein, wenn die Piusbruderschaft doch im Schisma sei? Ich kann euch das sagen, sie ist einfach nicht im Schisma und alle Behauptungen dahingehend sind absolut unbegründet und ungerechtfertigt. Genauso was die Sonntagspflicht angeht, ein Freund von mir hat, weil er sich nicht sicher war, weil er sich auch von diesen Gerüchten hat beeinflussen lassen, seinen Beichtvater, welcher kein Priester der Priesterbruderschaft St. Pius X. ist, gefragt: Kann ich dort hingehen und meine Sonntagspflicht erfüllen? Und er sagte, ja, das ist kein Problem. Ein anderer Ex-Protestant, den ich kenne, er hat auch in seiner Heimatpfarrei schriftlich angefragt, kann ich auch über die Priesterbruderschaft St. Pius X. in die Kirche eintreten? Auch dort hat er die Antwort bekommen, ich habe sie gelesen, ja, es ist kein Problem.